Der Gott der Gongs. Es war einer jener kalten und leeren Nachmittage im frühen Winter, wenn das Licht des Tages eher nach Silber als nach Gold aussieht und eher nach Zinn als nach Silber, und wenn es in hunderten öder Büros und gähnender Salons trübselig war, so war es noch trübseliger entlang der flachen Strände in Essex, deren Monotonie umso unmenschlicher wirkte, weil sie in langen Abständen von Laternenpfählen unterbrochen wurden die weniger zivilisiert als ein Baum aussahen, und von Bäumen, die hässlicher aussahen als Laternenpfähle. Ein leichter Schneefall war bis auf wenige Stellen wieder weggeschmolzen, die auch eher bleiern als silbern aussahen, nachdem sie das Siegel des Frostes befestigt hatte. Frischer Schnee war nicht gefallen, aber ein Streifen des alten Schnees lief genau an der Küstenkante entlang, um so eine Parallele zum blassen Streifen der Gischt zu bilden. Die Wasserlinie erschien im lebhaften Leuchten ihres violetten Blaus wie erfroren, wie die Ader in einem erfrorenen Finger. Auf Meilen und Meilen vorauf und zurück gab es keine atmende Seele, bis auf zwei Wanderer, die eilenden Schrittes dahinzogen, obwohl der eine sehr viel längere Beine hatte und sehr viel weiter ausschritt als der andere. Weder der Ort noch das Wetter erschienen besonders geeignet für Ferien, aber Father Brown hatte selten Ferien, und musste sie sich nehmen, wann immer er konnte, und er zog es vor, sie, wann immer möglich gemeinsam mit seinem alten Freund Flambeau zu nehmen, dem Ex-Verbrecher und Ex-Detektiv. Den Priester hatte die Laune überkommen, seine alte Gemeinde in Cophole zu besuchen, und deshalb marschierte er nordostwärts die Küste entlang. Nachdem sie ein oder zwei Meilen weitergegangen waren, Stellten sie fest, dass das Ufer begann, sich sozusagen formell zu befestigen, um so etwas wie eine Uferpromenade zu bilden. Die hässlichen Straßenlaternen wurden weniger selten und standen nicht mehr so weit auseinander, und sie wurden ornamentreicher, ohne dadurch weniger hässlich zu sein. Eine halbe Meile weiter verwirrte Father Brown zunächst ein kleines Labyrinth von blumenlosen Blumentöpfen, von niedrigen, flachen, ruhigfarbenen Blattpflanzen überwuchert, die weniger nach einem Garten als vielmehr nach einem gewürfelten Pflaster aussahen und zwischen sanft geschwungenen Pfaden standen, mit Bänken übersät, deren Rückenlehnen ebenfalls geschwungen waren. Ihm kam schwach der Geruch einer bestimmten Art von Seebadeorten in die Nase, die er nicht besonders liebte, und als er der See entlang über die Uferpromenade hinblickte, sah er, was jeden Zweifel ausschloß. In der grauen Entfernung erhob sich der große Musikpavillon eines Seebades wie ein gigantischer Pilz auf sechs Beinen. Ich nehme an, sagte Father Brown, stellte den Mantelkragen hoch und zog sich seinen Wollschal enger um den Hals, dass wir uns einem Vergnügungsort nähern. Ich fürchte, antwortete Flambeau, einem Vergnügungsort, den gegenwärtig nur wenige Leute Lust haben, zum Ort ihres Vergnügens zu machen. Ja, man versucht, diese Orte auch im Winter in Gang zu halten, aber das hat nirgendwo geklappt, mit Ausnahme von Breiten und den anderen alten Plätzen. Das hier muss Sibut sein, nehme ich an, Spekulationsobjekt von Lord Pooley. Für Weihnachten hatte er die sizilianischen Sängerknaben hierher engagiert und es das heißt, er wolle hier einen der großen Boxkämpfe veranstalten aber sie werde das ganze verrottete Ding ins Meer schmeißen müssen. Es ist so trostlos wie ein verloren gegangener Eisenbahnwaggon. Sie waren unter dem großen Musikpavillon angekommen, und der Priester schaute auf zu ihm mit einer Neugier, die etwas Seltsames an sich hatte. Den Kopf hatte er wie ein Vogel ein bisschen auf die Seite geneigt, es war die übliche, für solche Zwecke reichlich aufgedonnerte Konstruktion. Eine flache Kuppel, hier und da vergoldet, die sich über sechs schlanken Pfeilern aus bemaltem Holz erhob, und das Ganze errichtet rund fünf Fuß über der Uferpromenade, auf einer runden, hölzernen Plattform, wie auf einer Trommel. Irgendetwas Fantastisches am Schnee, in der Verbindung mit irgendetwas Künstlichem am Gold, suchte Flambeau wie seinen Freund mit Assoziationen heim, die er nicht fassen konnte. Von denen er aber wusste, dass sie gleichermaßen künstlerisch wie fremdartig waren. Ich hab's, sagte er schließlich. Das ist japanisch. Das ist wie diese fantastischen japanischen Drucke, wo der Schnee auf dem Berg wie Puderzucker aussieht und das Gold auf den Pagoden wie das Gold auf Lebkuchen. Sieht ganz genauso aus wie ein kleiner eidnischer Tempel. Ja, sagte Father Brown, werfen wir einen Blick auf den Gott. Und mit einer Beweglichkeit, die man ihm kaum zugetraut hätte, sprang er hinauf auf die erhöhte Plattform. Na schön, lachte Flambeau, und im nächsten Augenblick war auch seine eigene hochragende Gestalt auf jener eigenartigen Erhebung sichtbar. Obwohl der Höhenunterschied gering war, gab er doch in jenen flachen Weiten ein Gefühl, dass man noch weiter und immer weiter über Land und See schauen könne, Landeinwärts verblassten die winterlichen kleinen Gärten zu wirrem grauem Gestrüpp hinter diesem waren in der ferne die langen niedrigen Scheunen eines einsamen Bauernhofes und dahinter gab es nichts mehr als die weiten Ebenen Ostenglands seewärts gab es nicht segel noch lebenszeichen außer ein paar seemöwen und selbst die sahen eher aus wie die letzten schneeflocken und schienen eher zu treiben als zu fliegen Sie hörten eine Hörprobe aus der Reihe Father Brown, das Original von Gilbert Keith Chesterton in der Neuübersetzung von Hans-Wilhelm Harfs, gelesen von Michael Schwarzmeier. Weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten zu diesem Hörbuch und dieser Hörbuchreihe Sowie dem Verlagsprogramm von CC Life finden Sie im Internet unter www.fatherbrown.de sowie www.cclife.de. Viel Spaß beim Stöbern und Hören!